Ja, liebe Handballfreunde, herzlich willkommen hier von der Kommentatorentribüne zum heutigen Spitzenspiel der Bezirksoberliga zwischen dem TV 1864 Altötting und dem SV Wacker Burghausen. Hier heute das Lokalderby des Landkreises Altöttings. Der TV Altötting steht auf Platz 2, SV Wacker Burghausen auf Platz 5. Das verspricht ein spannendes und actionreiches Spiel zu werden. Und leider hier der Fehlpass und der Gegenstoß läuft. Und hier ist das 1:0 für den SV Wacker Burghausen. Torschütze die Nummer 2, Tobias Bieringer. Und hier ein schneller Tempo-Gegenstoß durch Martin Taumeder. Und gleicht aus das 1:1 durch die Nummer 5, Matthias Taumeder. Ich glaube, das ist Taktik, der wird schon noch in das Spielgeschehen eingreifen. Und hier ist das 2:1 für den TV Lötting mit der Nummer 33, Patrick Molz. Ja, Stefan, was meinst du? Bleiben die 2 Punkte heute in der heimischen Halle? Und hier fällt das 3:1 für den TV Lötting. Wieder die Nummer 33, Patrick Molz. Leider den Ball verloren und es läuft hier der Tempo-Gegenstoß. Und der Anschlusstreffer, das 3:2 durch die Nummer 10, Dennis Rieger. Da tut vielleicht auch die Kulisse immer ab und zu ihr Übriges. Wenn man einfach vor so vielen Leuten spielt, dann ist in der ein oder anderen Situation zu viel Hektik. Nicht in dieser. Gute Chance für Martin Taubeneder, aber leider geht der Ball am Tor vorbei. Schön freigespielt auf rechts außen. Doch Martin Taubeneder konnte den Ball leider nicht verwerten. Und wieder gehalten von Stefan Weindl, der den Ball sehr spät gesehen hat. Und hier kommt das 4:2. Unsere Nummer 14, Stefan Barken. Und hier gibt es den ersten 7 Meter. Simon Antwerpen konnte sich durchtanken und konnte nur durch einen Foul des Spielers mit der Nummer 17, Sebastian Hausner, gebremst werden. Ein sicherer Schütze. Aber leider habe ich es hier verschrien. Setzt den Ball an den Pfosten. Aber anscheinend war der Torwart des SV Wacker Burghausen noch am Ball, denn es gibt Einwurf für die Heimmannschaft. Kilian Freilinger mit der Nummer 29, ein ganz junger Bursche zwischen den Pfosten. Und hier das 5:2 durch unsere Nummer 30, Simon Antwerpen. Altötting probiert es jetzt mit 2 Kreisläufern. Und das 6:2, ein wunderbarer Sprungwurf, unsere Nummer 31, Michael Oberauer. Herr Hofer, da lacht doch das Herz des Bürgermeisters, wenn man so eine ausverkaufte Halle hat, oder? Ja, da lacht das Herz des Bürgermeisters. Wir sind auf diese Halle unheimlich stolz, weil wir einfach wirklich alles richtig gemacht haben beim Bauen, weil man es für jede sportliche Veranstaltung nutzen kann. Und wenn es dann bei so einem wirklich ein herausragendes Handballspiel so gestopft voll ist und so voll Stimmung ist wie heute, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Und ein schönes Tor durch die Nummer 7, Netschat Spekric, zum 6:3. Wunderbarer Wurf. Altötting lässt wieder auf 2 Kreisläufer auf. Und eine vergebene Chance. Was macht Burghausen? Ein schönes Tor durch einen Tempo-Gegenstoß. Das 6:4 durch Dennis Rieger. Schönes Anspiel an den Kreis. Und hier ist der Anschlusstreffer. Das 6:5 durch die Nummer 13, Philipp Rieger. Tolle Atmosphäre hier. Und ein guter Block. Und eine Chance zum 7:5 vergeben. Eine 100%ige Chance war das
von Patrick Malz, aber der Torwart des SV Wackerburghausen konnte sich wieder auszeichnen. Für alle nicht so Handballkenner, der SV Wackerburghausen muss jetzt 2 Minuten mit einem Spieler weniger auf dem Spielfeld Vorzug nehmen. Und da ist ja der Easy und der Kemper-Versuch. Und ein wunderschönes Tor durch die Nummer 7, David Lenhardt, das 7:5. Ein wunderschöner Treffer. Und hier ein schöner Treffer durch einen Hüftwurf, das 7:6. Das ist die Nummer 6, durch Bastian die Nummer 6. Hollmann. Hollmann heißt der gute Mann. Und hier ist der Ausgleichstreffer durch die Nummer 4, Rainer Biedersberger zum 7:7. Burghausen versucht es hier wieder langsam das Spiel aufzubauen. Aber die Schiedsrichter haben den Arm oben, Zeitspiel. Das bedeutet, Burghausen kann die letzten 20 Sekunden nicht ausspielen. Und hier geht Burghausen in Führung durch die Nummer 6, Stefan Bollmann, das 7:8 für SV Wacker Burghausen. Und die letzten 10 Sekunden laufen. Und fast mit dem Schlusspfiff zur ersten Halbzeit gibt es hier nochmal einen 7 Meter für die Hausherren, die damit die Möglichkeit haben, in die Pause mit einem Unentschieden zu gehen. Und der trifft das 8:8 durch Stefan Barken. Wir bedanken uns herzlich für die freundliche Unterstützung. Liebe Handballfreunde, willkommen zurück zur zweiten Halbzeit im Landkreis-Derby vom TV Allötting gegen Wacker Burghausen. Halbzeitstand 8:8. Beide Mannschaften sind auf dem Spielfeld und die Partie wird wieder angepfiffen. Burghausen hat Anwurf. Ja, auch von meiner Stelle herzliches Grüß Gott zurück. Hoffen wir auf eine spannende zweite Halbzeit. Beide Mannschaften beginnen mit der gleichen Aufstellung, wie sie in die Pause gingen. Aus meiner Sicht müsste der TV Allötting mehr über das Spielerische kommen und nicht immer versuchen, im 1 gegen 1 zum Erfolg zu kommen. Denn da sind sie den Burghausern etwas unterlegen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Hereinnahme von Rainer Biedersberger, das du ja am Anfang der Partie als taktischen Schachzug schon gesehen hast, ist das Spiel auf alle Fälle... Entschuldigung, Stefan, dass ich dich unterbreche. Hier gibt es jetzt einen erneuten Strafwurf, also einen 7 Meter für den TV Allötting. Burghausen wechselt den Torhüter. Jetzt Alexander Langenfass begibt sich ins Tor. Und an den 7 Meter Punkt unsere Nummer 14, Stefan Barken. Und hier ist die erneute Führung für den TVA, das 9:8 durch die Nummer 14, Stefan Barken. Souverän verwandelt dieser 7 Meter. Und ein wunderschönes Tor von der Nummer 10, Dennis Rieger zum 9:9. Und ein wunderschönes Tor durch die Nummer 31, Michael Oberauer, zum 10:9 für den TV Allötting.
Wunderschöner Sprungwurf. Wir haben jetzt da einen Florian Schweiger vom Getränkemarkt Orterer. Servus Flo. Moin Eri. Der Florian ist beim TVA Hauptsponsor als Trikotsponsor. Flo, wie siehst du das? Die Spielheit, taugt es dir da in der Halle? Die ist ausbaufähig, aber das kriegen wir auf alle Fälle. Schön durchgesetzt des Burghauser Kreisläufers Philipp Rieger, aber konnte leider nur durch einen Foul gebremst werden. Somit der erste Strafwurf für den SV Wacker Burghausen und zeitgleich eine 2-Minuten-Strafe für den TV Lötting an die Nummer 7, David Lenhardt. Der ist fuchsteufelswild hier draußen an der Bank, der kickt die Flasche weg, der David Lenhardt. Und hier der Ausgleich, das 10:10 durch die Nummer 7, Nedžad Bekrić. Und hier gibt es erneut 7 Meter. Und was entscheiden die Schiedsrichter? Die Halle tobt, die Halle tobt. Liebe Zuschauer, anscheinend haben die Schiedsrichter einen Foul an Stefan Barken gesehen und entscheiden deswegen auf Strafwurf für den TV Lötting. Ich denke, die Verwarnung an Rainer Biedersberger, der wieder lamentierte, war die letzte. Und mit Glück ist der 7 Meter drin, das 11:10 durch die Nummer 14, Stefan Barken. Ist der. Und Burghausen kann wieder ausgleichen, das 11:11 durch die Nummer 5, Johannes Greibig. Burghausen versucht es jetzt mit einer doppelten Manndeckung. Auch Patrick Malz wird von der Nummer 10, Dennis Rieger, in Manndeckung genommen. Und hier läuft der Konter. Und das ist die Führung für den SV Wacker Burghausen. Mit der Nummer 13, Philipp Rieber, trifft zum 11:12. Altötting wieder komplett auf dem Spielfeld. Trotzdem bleibt Simon Antwerpen in der Manndeckung. Schön durchgesetzt von Stefan Barken, der Ausgleich, das 12:12 und die 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler des SV Wacker Burghausen. Das ist die Nummer 17. Sebastian Hausner muss für 2 Minuten auf die Bank. Und hier gibt es den nächsten 7 Meter, diesmal für den SV Wacker Burghausen. Das müsste eine Abwehr im Kreis von Martin Taumeder gewesen ja, sein. Ja, so habe ich es auch gesehen. Und es tritt wieder an die Nummer 7, Nedžad Bekrić. Jetzt Stefan Meindl. Und er trifft zum 12:13 für den SV Wacker Burghausen. Burghausen. Die Herzogstädter, sie führen mit einem. Und ein wunderschöner Treffer von unserem Linksaußen, der Nummer 33, Patrick Malz, trifft zum 13:13. Seine Prozentquote an gehaltenen Bällen würde mich stark interessieren. Wunderbar herausgespielter Treffer. Zum 14:13 für den TVA trifft erneut die Nummer 31, Michael Oberauer. Die Schiedsrichter nehmen es hier ganz genau mit der Ausführung des Freiwurfs. Schön rausgespielt für Burghausen, aber der Wurf leider vom Pech verfolgt.
An diesem Aufsetzer war Stefan Weindl mit dem Hosenboden dran, soweit ich das erkennen kann. Zu unserer Linken sehen wir Peter Malz. Er ist noch die Ruhe selbst. Der Torwarttrainer, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und hier ist das 15:13 für den TVA durch unsere Nummer 5, Martin Taumeder. Somit Altötting wieder seit langem mal mit einem 2-Tore-Vorsprung. Ja, der Martin Taumeder, der einzige Linkshänder im Kader, genießt seit jeher eine Ausnahmestellung. Aber diese Ausnahmestellung untermauert er Woche für Woche mit einer guten Wurfeffizienz. Ah, und der Anschlusstreffer durch die Nummer 7, Nečad Špekrič, zum 15:14. Michael Oberauer hat sich da verletzt. Das wäre ein schwerer Verlust für den TVA. Hollmann wieder im Spiel. Hier am Ball. Ja, die Nummer 6. Oh, und hier ein cooler Tor durch die Nummer 5. Johannes Greibig zum Ausgleich, das 15:15. Und ein wunderschöner Treffer von Patrick Malz zum 16:15 für den TV Altötting. Ja, der Patrick, der kann nicht nur gefühlvoll, wie vorher bei seinem Heber, sondern der kann auch mit Schmackes. Ein herrlicher Treffer. Das 16:16 durch die Nummer 5, Johannes Greibig. Ja, lieber Stefan, was meinst du, wie endet das Spiel? Puh, für mich ist das jetzt im Moment ganz schwer zu sagen. Beide Mannschaften kämpfen sehr um die 2 Punkte. Und hier gibt es wieder einen Strafwurf. In dem Fall für den TV Altötting. Tobi, es wird mit Sicherheit daraus hinauflaufen, dass die Mannschaft, die jetzt die wenigeren Chancen vergibt, auf alle Fälle das Spiel gewinnen wird. Ja, und die Burghauser wechseln bei diesem Strafwurf wieder den Torhüter. Der junge Kilian Freilinger, der in der ersten Halbzeit so eine gute Figur gemacht hat, ist jetzt wieder zwischen den Pfosten. Und Stefan Barken verwandelt souverän zum 17:16 für den TVA. Da hatte der junge Keeper des SV Wacker keine Abwehrmöglichkeit. Was machen die Altötinger daraus? Schöne Variante. Und ein schönes... Ist der Ball drin? Die Schiedsrichter sind sich hier nicht sicher. Wir warten ab über die Entscheidung. Ah, der Ball war nicht im Tor. Somit Abwurf. Die Schiedsrichter sind sich anscheinend selber nicht einig. Das sieht noch 7 Meter aus. Es sieht noch 7 Meter aus, Tobias. Momentan herrscht hier etwas Ratlosigkeit. Es sieht noch 7 Meter aus. Es sieht noch 7 Meter aus, ja. Ich bin mir sicher, dass sich die Schiedsrichter Weber und Durmatz jetzt einen Videobeweis wünschten. Nur gibt es den natürlich leider im Handball nicht. Aber es scheint wirklich 7 Meter zu geben. Ja, 7 Meter, eindeutig. Stefan Barken gegen Alexander Langenfass. Die Chance für den TVA. Und Stefan Barken vergibt, holt sich aber den Ball zurück. Und überragend, überragend, überragend von Barken. 16:16 für den TVA durch Stefan Barken. Stefan Barken mit all seiner Klasse. In der Zeitlupe sehen wir es hier, der Heber. Überragend, überragend. Ja, lieber Stefan, ich glaube, das war psychologisch jetzt immens wichtig, dieses Tor. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du, Tobias. Dafür ist Rainer Biedersberger rausgegangen. Oh, hier wieder eine zweifelhafte Entscheidung. Fans und die Trainer und die Bank des TV Altötting fordern Stürmerfoul, aber die Schiedsrichter entscheiden auf 7 Meter. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Nečad Špekrič an der Linie. Stefan Weindl holt sich Rat. Nein, er geht sogar hinaus. Er geht sogar hinaus. Jan Lübbe jetzt im Spiel. Er ist ein Hexer. Jan Lübbe ist ein Hexer von der 7-Meter-Linie.
wieder gegen Nedžad Bekiric, der bis jetzt alle seine 7 Meter verwandelt hat. Und ganz trocken zum 18:17. Aber er scheint sich verletzt zu haben, Nedžad Bekiric. Und das Spiel läuft weiter. Patrick Malz steckt wieder durch zu Martin Taubmeder, aber er kann den Ball diesmal nicht unterbringen. Diese technischen Fehler könnten Altötting vielleicht den Sieg kosten. Wir hoffen es mal nicht. Immerhin sind wir noch ein Tor vorne und haben jetzt noch 3,5 Minuten zu spielen. Es bleibt weiterhin sehr eng. Ah, und hier kommt der Ausgleich. Das 18:18 durch die Nummer 13, Philipp Rieger. Hier nochmal in der Zeitlupe. Rieger dreht sich am Kreis. Weindl machtlos. Liebe Zuschauer, vielleicht hören Sie es. Die Stimmung ist am Kochen. Noch 3 Minuten auf der Uhr. Ah, schöner Ball. Ah, und Martin Taubmeder kann den Ball nicht verwandeln. Schade, schade. Jetzt ist Moral gefragt nach diesem Fehlwurf von Martin Taubmeder. Burghausen sieht wieder Land. Burghausen sieht wieder Land. Und die Halle tobt, meine lieben Zuschauer, daheim an den PCs. Ja, wieder eine gute Abwehraktion von Stefan Barken. Circa 2 Minuten sind noch zu gehen. Und hier der Führungstreffer für den SV Wacker Burghausen. Das 18:19 durch die Nummer 8, Michael Kalchauer. Auf 2 Kreis, Stefan Barken kann durchbrechen, aber er schafft es nicht, Alexander Langenfass zu bezwingen. Ja, Langenfass, der dreht hier jetzt völlig durch. Der dreht hier völlig durch. Das ist genau jetzt seine Zeit. Der emotionale Langenfass im Tor der Burghauser. Und die Halle kocht, lieber Stefan. Beide Fanlager heizen ihre Mannschaft an. Schöner Ball. Huber! An den Kreis. Und Langenfass kann den Ball wieder halten. Das sind Chancen hier, meine lieben Damen und Herren. Huber hat sich bei dieser Aktion verletzt. Kurze Verletzungsunterbrechung. Antwerpen. Oh, das war von hinten reingelangt. Da kann man auch mal eine 2-Minuten-Strafe geben. Die letzte Spielminute es läuft. Es die letzten 60 Sekunden an. Backen! Tor! Und er trifft! Tor! Hier Tor ist der Ausgleich, das 19:19 durch die Nummer 14, Stefan Barken. Es sind nur noch wenige Sekunden zu spielen, und zwar 40 Sekunden noch. Liebe Zuschauer, wir haben soeben die 30.000er-Marke geknackt. 30.000 Leute sind hier live dabei. Kann eine Mannschaft noch den Lucky Punch setzen, oder bleibt es hier beim Unentschieden? Greibig! Ah, hier gibt es Freiwurf für Burghausen. Noch 20, noch 20. Noch 15. Gibt es ein Happy End für eine Mannschaft oder bleiben wir bei der Punkteteilung? Timeout Burghausen. Burghausen nimmt hier nochmal die Auszeit. 13 Sekunden Verschluss. Greift Oliver Nagel zur grünen Karte. Die Spannung ist hier zum Knistern. Die Halle hält den Atem an. Es ist spannend. Selbst wir hier auf der Kommentatorentribüne verstehen unser eigenes Wort nicht mehr. Brutal, brutal. Beide Fanlager heizen sich hier gegenseitig auf. Findet einer von den beiden Trainern der Mannschaft noch das richtige Wort? Oder bleiben wir bei der Punkteteilung, wo ich sagen muss, Stefan, ein Unentschieden wäre gerechtfertigt. Auf beiden Seiten. Ja, leider ist aufgrund der nachlassenden Leistung der Altöttinger das mittlerweile gerechtfertigt. Die Altöttinger, die so gut ins Spiel gekommen sind, aber auch ein Chapeau an die Burghauser, sie sind hervorragend zurückgekommen. Schauen wir, was die letzten 15 Sekunden hier noch bringen. Ja, es wäre natürlich bitter, wenn hier die heimische Mannschaft mit einem Tor verlieren würde, aber da wollen wir noch nicht dran denken. Im Handball ist vieles möglich.
Wir haben ja noch 13 Sekunden auf der Uhr. Noch 10 Sekunden. Was macht Burghausen? Ja, es scheint so, als retten sie das Unentschieden. Ja, das Spiel ist aus. So, gibt es noch einen Freiwurf? Halten Sie den Atem an. Es gibt noch einmal eine Freiwurfsituation. Was entscheidende Schiedsrichter? Ja, das Spiel ist das aus, Spiel ist meine aus. Lieben Damen und Herren. Das Derby endet 19:19. Wir bedanken uns recht herzlich für das Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier übertragen aus der heimischen Halle hier in Altötting. Vielen Dank fürs Zuschauen. Stefan, dir auch danke fürs Kommentieren. Tobi, wir waren ein super Gespann. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei der Produktion von Walter Hering und Allround TV bedanken. Ein super Ereignis, ein super Ergebnis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Servus.